Was gibt's hier? Und dem alles hier ist Bums Fuß umstatten. Ja, genau. Heute bei Quicktips wollte ich auf Mirage euch eine Ecke zeigen, die als Terror einfach die perfekte Ecke ist, um sich auf dem ganzen, ja, auf so Gefühl auf der ganzen Map auszutun, was Smokes angeht. Ich werde euch eine Smoke zeigen, vielleicht eine zweite, weil ich ein Beispiel euch erklären muss. Ich zeige euch nur eine, weil ihr mit dieser Ecke selber sehr schön arbeiten könnt und, es ist wichtig, ich betone es, dass ihr da viel mit dem Jump-Throw-Bind arbeitet. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich den sehr gerne nutze. Ja, ich weiß, in Liga und so kann man den nicht nutzen, aber die meisten von euch werden ja eh hauptsächlich Matchmaking daddeln. Wenn nicht ohne Jump-Throw, dann muss man halt selber springen loslassen letztendlich. Aber Jump-Throw ist ja dafür da, damit das immer zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Höhe der Luft gehen lassen wird, die Smoke. Also, die Ecke, ihr seht schon, die AWP hier ist einfach die. Das ist die perfekte Ecke, um Smokes zu werfen. Ihr seid von der Mitte erstmal gedeckt, das heißt, der im Window sieht euch nicht. Das heißt, na, ihr kommt zum Beispiel hier schön angelaufen. So hier, la 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 la. Ja. Stellt euch zum Beispiel hier hin und callt, ja, wir gehen jetzt Mitte zu B. Oder sagt halt, welche gehen über B aus und zwei gehen über, also drei gehen über B aus, zwei gehen über Mitte. Und dann sagt er, alles klar, ich smoke nur euch Connector weg, dann zieht ihr schön auf die Ecke. Jump Throw. Und jetzt folgen wir mal der Smoke. Ja. Ihr seht schon, die liegt ziemlich gut für den Connector. Dann ist das nämlich schon mal zu. Dann müsst ihr eigentlich nur rumkommen. Den Bereich sicher machen. Von mir ist reinflashen. Natürlich die Flash treffen. Hahaha. Reinflashen, ja. Und dann hier anfangen sicher zu machen, können Richtung B gehen. Zum Beispiel, so kann man den Connector smoken. Denn ich weiß, dass es Leute von euch gibt, die ungern den Connector so smoken. Weil man dann das Problem hat, dass der hier bei der Kiste immer noch was sehen kann, ja, und euch holen kann. Und deswegen wollen die vielen Leute immer die Smoke hier und werfen die dann halt eher hauptsächlich hinten aus dem Bereich. Aber, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, hier auch von der Mitte das Ding zu werfen. Ich zeig's euch nochmal. Also ihr könnt einfach hier in die Ecke laufen. Ja, seht schon, er wird so eingependelt, wenn er dagegen läuft. Dann hier auf die Ecke von dem Haus und Jump Throw. Genau, die Smoke landet halt echt gut, wenn ihr Connector wirklich von A aus smoken wollt. Eine andere Smoke wäre jetzt nur als Beispiel. Ja, stellt sich hier hin. Dann zieht er hier unten dran und macht Jump Throw. Jetzt guckt, was passiert. Es ist nur ein Beispiel. Man kann viel machen. Ihr habt euch kurz weggesmoked. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, die man als Team betrachten will, wenn man gerade, wenn man hier, ja, B-Go machen will und kurz sich frei halten will oder, was, ey, ich werfe jetzt mal random eine Smoke, ja, stellen uns hier hin, ziehen hier auf das Kabel von dem, ja, von dieser leicht orientalisch angehauchten Antenne, machen Jump Throw und gucken mal, was passiert. Das ist zum Beispiel eine ziemlich gute Jungle Smoke, muss man mal sagen, keine Lücke. Der sieht nichts. Hier sieht man nichts. Hier wird nichts sehen. Auch perfekt. Also ihr seht, man kann sehr viel in der Smoke machen. Wie gesagt, müsst ihr das am besten Jump Throw machen oder das selber gehen. Wobei ich halt behaupte, ich mach das jetzt mal. Tolles Quick-Tipps, ne? Ist schon wieder Experimentiert-Tipps geworden. Ich habe jetzt mal selbst geschwungen abgehen gelassen und ich behaupte mal, die fliegt komplett anders als eben. Ne, dann tatsächlich auch ziemlich gut. Also, ihr könnt auch selber springen, aber ich empfehle euch trotzdem nicht vorbei. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ja, haut rein und ja, lernt mir diese Ecke. Es ist echt eine ziemlich krass geile Ecke. Also, das habe ich eben rausgefunden, ja. Ich würde sagen, das war's von mir. Ja, haut rein, mal zu T&T-Buddies. Euer Bums, wie fürs bei. Warte mal, das war nicht hoch. Das ist am Ende immer hoch. Okay, nochmal neu. Ich würde jedenfalls sagen, das war's von mir. Ja, haut rein, mal zu T&T-Buddies. Euer Bums, wie fürs bei. Hallo, I'm Scream and subscribe to Bombazzi.